Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, also mache ich noch ein kleines Intro. Und zwar laufe ich in diesem Video die Strecke des Harzer Halbmarathon, 21,6 Kilometer. Ja, ich habe mir das Ganze irgendwann mal als Ziel gesetzt, dass ich den Halbmarathon mal laufe, und zwar im Winter mit freiem Oberkörper. Einfach so als mentale Challenge, um sich ein bisschen mehr abzuhärten und sein Limit ein bisschen zu erweitern. Ich hatte mir vorher einen kleinen Notfallrucksack gepackt, den habe ich aber nicht mitgenommen. Einfach aus dem Grund, dass es gar nicht erst zu Notfällen kommen soll. Denn wenn ich einen mitnehme, gehe ich ja schon davon aus, dass es passieren könnte. Ich will das Ganze hier in unter 2 Stunden schaffen. Das ist mein Ziel. Das Beste im Ganzen sind immer die Gesichter der Leute. Achtung! Weihnachten. Aber es macht überhaupt nichts. Es ist wunderbar warm. Denn wir haben ein Ziel, wir haben eine Aufgabe und die werden wir auch erledigen. Das werden wir auch schaffen. Denn von Anfang an ist all das nur in unserem Kopf. Alles, was wir durchleben, ist nur in unserem Kopf. Der Körper hält wesentlich mehr aus, als unser Verstand zulässt. Und deswegen müssen wir diesen auch trainieren und kontrollieren. Traumhaft! Es ist wirklich unfassbar, wie gut das Ganze hier aufgefasst wird von den Leuten. Eben bin ich an ein paar Leuten vorbeigelaufen. Die haben so eine Laola-Welle gemacht. So. Ich schätze mal, so 3 Kilometer haben wir schon. Geil. Ich liebe es. Macht einfach nur Spaß. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist mir gerade wieder klar geworden, dass man bei so etwas wie diesem Lauf immer im Jetzt ist. Sobald du in die Zukunft denkst und überlegst, wo muss ich noch lang, die Anstrengung, die Steigung, dann gibst du auf. Deswegen immer im Jetzt denken. Das Jetzt schafft die Zukunft. Und wenn du aus dem Jetzt die beste Situation machst, wird auch die Zukunft gut. Ich sag euch, die Bergaufstücke ballern. So hart. Dankeschön. Aber wir schaffen das. Jetzt geht's ja noch gerade. Und gleich bergab. Für ein gewisses Stück. Kein Thema, easy. Die ersten 6 Kilometer. Wir sind so gut wie geschafft und ich fühle mich noch super. Weiter geht's. Und dann ab durch die Stadt. Danke. Tut gut. So, leider ist mein verdammter Akku alle und ich habe ja keine Ersatzakkus mit. Weil ich den Notfallrucksack nicht mitgenommen habe, muss ich hier hoch. Ich glaube. Und. Oh, ich glaube, ich habe gerade abgekürzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt den Rest irgendwie mit dem Telefon filmen. Jetzt schleppe ich natürlich die GoPro immer mit mir rum. Aber egal. Und jetzt langsam geht das auch los, dass ich wirklich ein bisschen nachdenken muss, wo ich langlaufe, weil ich bin den Weg ewig nicht gelaufen und er ist nicht ausgeschildert.
geil, schon wieder bergauf. Ja. Oh. Hauptsache erstmal irgendwo in die Böschung rennen. Geil. Na mal gut, dass die Hände fürs Laufen nicht wichtig sind. Dieser ganze Kram hier, den schleppe ich jetzt noch schön für 14 Kilometer mit mir rum. Ich bin mir fast sicher, dass diese Stelle dazugehört, dieser Weg. Also bin ich auf dem richtigen Weg des Harzer Halbmarathons. Schöne Aussicht. Mir ist eben dann doch wieder klar geworden, nachdem ich mich so sehr darauf konzentriert habe, hier alles zu filmen, dass ich mich definitiv mehr auf einen ruhigen und starken Atem konzentrieren sollte und mich quasi in so eine Art Trance laufen sollte. Denn so läuft es sich doch immer noch am leichtesten. Es ist quasi, als würdest du meditieren beim Laufen. Die Gedanken sind frei. Und mal wieder ein wunderbarer Ausblick. Herrlich. Und mein Gefühl sagt mir, ich muss hier runter. Also laufe ich einfach mal lang. Wenn ich falsch bin, kann ich wenigstens wieder hochlaufen, dann wird mir wieder warm. Die Sonne ist jetzt langsam hinter den Bergen verschwunden. Ich merke auch, es wird erheblich kälter. Aber ich denke, das liegt doch daran, dass ich jetzt nur bergab gelaufen bin die ganze Zeit. Schon versucht, schneller zu laufen und die Muskeln etwas mehr anzuspannen, dass ich warm bleibe. Aber jetzt geht es ja zum Glück auch wieder bergauf. Das heißt, jetzt kann ich mich erstmal wieder ein bisschen aufwärmen. Ich müsste jetzt so ungefähr 12 Kilometer haben. Also ungefähr die Hälfte geschafft, etwas mehr. Läuft. So, Zwischenziel 14 Kilometer haben wir erreicht. Weiter geht's. Gott sei Dank geht es jetzt langsam wieder ein bisschen bergauf. Und ich muss schon sagen, es wird langsam ein bisschen kühl. Puh. Ich weiß nicht genau, ob man es sieht an den Eispartikeln in meinem Bart. Aber es ist erheblich kälter geworden. Und es geht immer noch bergab. Aber ich müsste, wenn ich unten angekommen bin, ungefähr bei Kilometer 17 sein. Dann geht es noch einen Kilometer gerade. Und dann geht es 3 Kilometer nur bergauf. Aber man muss das Ganze eher positiv sehen. Erstmal bringt mir das Bergauflaufen ja einiges, denn mir wird wieder warm. Und kräftemäßig geht es mir erstaunlicherweise noch sehr gut. Also hat sich das Kältetraining und das viele Laufen in den vergangenen Wochen definitiv ausgezahlt. Auch wenn es immer nur zwischen 6 bis 8 Kilometer waren. Aber naja, es läuft. Und ich werde das schaffen. Die paar Kilometer jetzt ganz easy. Es geht nur noch bergauf. Und man merkt das ja beim Bergablaufen immer nicht so. Aber die Beine stehen nach 17 Kilometern doch schon unter guter Belastung. Und dann kommt dieses ständige Bergauf. Um Gottes Willen, wo bin ich hier überhaupt? Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Scheiße. Egal. Hauptsache, ich laufe 21 Kilometer und komme irgendwo wieder an. Ja, mal gut, dass ich diesen verdammten Weg komplett hochgerannt bin.
um oben zu sehen, dass das Schild anzeigt, ich muss runter. Aber wenigstens ist mir jetzt wieder warm. Ja, das hat natürlich unheimlich Kraft gekostet, weil dieser Anstieg war übelst steil. Und ich hoffe, dass ich dann gleich, wenn ich hier unten angekommen bin, den richtigen Weg weitergehe. Weil ich glaube, ich bin grundsätzlich auf einer anderen Route, als auf der ich sein sollte. Aber Hauptsache, ich komme im Zielort an und schaffe die 21 Kilometer. Unter 2 Stunden. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Auf jeden Fall, hier war noch keine Menschenseele heute. Oder seitdem es geschneit hat. Nur um eine und die Spuren der Tiere. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viele Kilometer ich schon hinter mir habe. Und wie viele noch kommen. Ich weiß mittlerweile nur noch laufen. Laufen. Die Beine tun weh. Aber ich glaube, den schlimmsten Part bergauf habe ich bereits geschafft. Jetzt geht es nur noch so leicht bergauf. Eben bin ich sogar einen Moment lang mit geschlossenen Augen geradeaus gelaufen. Und ich muss sagen, ganz ruhig atmen, die Augen schließen und einfach nur laufen. Man kommt wirklich wieder runter und entspannt sich ein Stück weit. Und so habe ich eine relativ lange Steigung ganz gut bewältigt. Bis später. So, Freunde. Rein aus Interesse habe ich gerade mal nachgeguckt das erste Mal. Und ich habe die 21,4 gerade eben geschafft. Und die Zeit war bei 1:57. Ich bin zwar noch mitten im Wald, aber es bedeutet, den Halbmarathon in meiner Zeit im Winter oberkörperfrei habe ich geschafft, so wie ich es wollte. Woo! Ja! Geil. Es ist ein affengeiles Gefühl. So, ich werde jetzt trotzdem noch so lange weiterlaufen, so lange weiter joggen, wie ich noch Kraft habe. Und mal gucken, ich lasse die Zeit mal weiterlaufen. Und mal gucken, wann wir wo rauskommen. Ich bin jetzt endlich wieder zurück auf einem Weg, den ich auch kenne. Und zwar auf einem Weg, auf dem ich ganz am Anfang Richtung Zwischenziel runtergelaufen bin. Und jetzt weiß ich wenigstens wieder, wo ich bin. Und diese 4 Kilometer bergauf habe ich auch schon überwunden. Ich schätze mal, ich bin mittlerweile bei mehr als 23 Kilometern. Und es geht zum Glück jetzt erstmal nur noch geradeaus. Deswegen geht es kräftemäßig gerade. Aber ich muss sagen, ich meine, übertroffen habe ich mich sowieso. Denn als ich das letzte Mal die 21,1 gelaufen bin, da war es deutlich wärmer. Und nach den 21,1 konnte ich absolut nicht mehr. Und jetzt, nach über 23, bin ich immer noch am Laufen. So, jetzt fast wieder in der Stadt angekommen. Geht jetzt einmal hier über die Skipiste. Ich denke, 25 Kilometer haben wir mit Muss. Aber so langsam ist es auch wirklich anstrengend. Ich merke auch, ich kriege langsam Hunger und ich kühle langsam aus. Aber wir haben zum Glück auch nur noch circa 1 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. So, meine Finger sind arschkalt.
Und ich laufe jetzt die letzten paar hundert Meter. Aber was ich mir nicht nehmen lassen kann, ist, dass ich einmal hier meinen geilen Schleichweg runter sprinte. Geil. Es macht einfach nur Spaß. Ich hab's geschafft. Ich hab mehr geschafft, als ich schaffen wollte sogar. Und ich freue mich richtig auf ein warmes Bad. Und auf jeden Fall auf was zu essen. Und was zu trinken. Alter. Alter. Ah, die Kraft lässt wirklich nach. Verdammt. Ach, Gott sei Dank. Bin ich gleich zu Hause. Ah, ich hab's endlich geschafft. Nach bestimmt guten 25, 26 Kilometern endlich zu Hause. Ja! Es ist ein affengeiles Gefühl. Es ist einfach nur geil. Ich habe sogar mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Und das, was ich mir vorgenommen habe, definitiv in der Zeit geschafft. Einfach nur geil. Und jetzt freue ich mich definitiv auf etwas zu essen, etwas zu trinken und auf eine warme Badewanne. Wir hören uns.